Auch zum heutigen Sonntag gibt es wieder ein Airdrop-Update, bei dem wir uns die verschiedensten News zu den Projekten anschauen wollen. Und wir starten mit diesem Tweet von Aerodrome, der sich im Grunde auf alle Layer 2-Netzwerke von Ethereum bezieht. Denn wir werden in rund 12 Tagen das sogenannte Denkun-Update bzw. Upgrade sehen, in dem sich die Gas-Fees auf all diesen Layer 2-Netzwerken massiv reduzieren werden. Hier in dem Screenshot ist, glaube ich, das Ganze ein bisschen drastisch dargestellt, dass man für eine Transaktion, die gerade bei 58 Cent liegt, unter einem Cent zahlen muss. Aber ich denke, was ein realistischer Wert ist, den wir erwarten können, den die Projekte bzw. die Ethereum Foundation auch so von sich gibt, ist ungefähr eine 10x-Reduzierung. Heißt, wenn ihr aktuell ca. 1 Dollar pro Transaktion zahlt, dann sollte sich das auf ungefähr unter 10 Cent reduzieren in der Zukunft. Heißt, noch knapp 2 Wochen, bis das Ganze in Kraft tritt und wir dann wesentlich günstiger Transaktionen auf diesen ganzen Layer-2-Netzwerken durchführen können. Eines, auf dem ich mich ganz viel bewege, ist beispielsweise das Base-Netzwerk oder auch das neu gelaunchte Mainnet von Blast. Blast ist aktuell verhältnismäßig teuer, wenn wir es mal mit ZK-Sync oder eben mit Base vergleichen. Dementsprechend auch hier in Zukunft viel, viel niedrigere Gas-Fees, auf die wir uns freuen können. Dann springen wir ins Cosmos-Ökosystem und einem Announcement, auf das ich bereits jetzt in vergangenen Videos eingegangen bin, warum ich einen Teil meiner Dimension-Token liquide halte, weil ich genau auf das hier spekuliert habe. Und zwar wird es im März eine Liquid-Staking-Lösung dafür geben, den sogenannten Stake-Dimension-Token von Stride, bei dem man auch wieder von einem zukünftigen Stride-Airdrop profitieren kann. Sie kündigen das Ganze jetzt hier rechtzeitig an für die Leute, die vielleicht ihre Stride-Token anstaken wollen aus den Validatoren und dann hier die Liquid-Staking-Lösung in Betracht ziehen. Sie sagen hier beispielsweise auch, Halter des Stake-Dimension-Token bekommen Staking-Rewards und potenziell Airdrops. Sie sind hier natürlich in den Gesprächen mit den ganzen Projekten, dass alle, die ihre Dimension-Token Liquid-Staken, auch von den Airdrops, die zukünftig potenziell ausgeschüttet werden, profitieren. Dann gehen wir weiter zu einem Airdrop, der jetzt bald ausgeschüttet wird, und zwar von ARK bzw. ARK Digital. Hierfür hat man sich qualifiziert, wenn man entweder Pipe-Token gestaked hat. Soweit ich weiß, sollten das 1500 mindestens gewesen sein. Wenn man Tier gestaked hat, mindestens 100 davon. Oder wenn man Jupiter-Token gestaked bzw. liquide gehalten hat, hierbei waren das 1200 Stück. Und dann kann man hier bereits auf dem Medium-Dokument, das ich euch natürlich auch unter das Video hängen werde, einsehen, wann man diesen Airdrop claimen kann, beziehungsweise sie werden es sowieso auf Twitter posten, sobald die Airdrop-Claim-Page online ist. Und dann könnt ihr eure Allokation der insgesamt 10 Millionen S-ARK-Token, die rausgegeben werden, einsammeln. Dann das nächste Announcement, und zwar geht es hierbei um die Tabi-Chain, die ja in Zukunft der Layer-1-Gaming-Blockchain im Cosmos-Ökosystem sein wird. Diese haben jetzt eine Partnerschaft mit Bearer Chain angekündigt, also durchaus zwei sehr, sehr große Namen, die jetzt hier kooperieren. Es gibt aktuell nichts weiter bei Tabi zu tun, außer die Kampagnen, die ich euch bereits in vergangenen Videos vorgestellt habe. Sucht einfach auf meinem Kanal nach Tabi. Dort sind 2 bzw. 3 Kampagnen online, bei denen man noch NFTs einsammeln kann, um so gesehen als Early Adopter durchzugehen. Aber das ist definitiv ein sehr, sehr bullisches Announcement, das natürlich auch nochmal einige Augenpaare auf das Projekt ziehen wird. Dann, weil ich gestern im Blast-Video bereits auf Orbiter Finance eingegangen bin, heute habe ich diesen Tweet gefunden, dass man sogar einen 50% Fee-Discount bekommt, wenn man über Orbiter auf das Blast-Netzwerk bridged und man sammelt auch noch zusätzlich O-Points, die für den zukünftigen Airdrop von Orbiter ausschlaggebend sein werden. Und zwar, was ihr hier machen wollt, ihr macht hier dementsprechend die Transaktion, am besten von einer anderen Layer 2 auf Blast, um dann letztendlich diese O-Points einzusammeln. Ihr braucht für diese Quests erst eine Transaktion, dann schließt ihr die erste ab. Für die zweite, das ist nicht kumulativ, also ihr müsst für die zweite dann dementsprechend nochmal 2 neue Transaktionen machen, um auch diese abzuschließen. Und für die 3 gilt dasselbe, also auch wieder nicht kumulativ. Hierfür müsst ihr wieder 3 neue Transaktionen machen, um dann letztendlich die Punkte auf eurem Konto hier bzw. für eure Wallet-Adresse gutgeschrieben zu bekommen. Dann gehen wir weiter ins Bitcoin-Ökosystem zu Merlin Starter, dem ersten Launchpad auf Merlin Chain. Diese haben jetzt auch ihre Airdrop-Kampagne gestartet. Im letzten Update war das Ganze noch ein bisschen buggy. Was ihr jetzt hier machen könnt, ihr könnt einmal eure Wallet verbinden, dann letztendlich diese einzelnen Social-Tasks hier abarbeiten. Solltet dann hier auch schon ein paar Star-Points zum Start haben, wenn ihr eben auf die Chain gebridged habt. Und dann wird es in Zukunft hier einige Social Tasks geben, bei denen man mehr von diesen sogenannten Star Points verdienen kann. Das ist in dem Fall wie beispielsweise auf Nibiru Chain oder den anderen einfach nur Social Interaction durch Retweeten und Teilen von Beiträgen oder alternativ kann man hier noch andere Leute einladen, die vielleicht auch auf Merlin Chain gebridged haben und noch nichts davon wissen. Dann gehen wir weiter zu den Quests, die man in den verschiedenen Teilbereichen bearbeiten sollte. Wenn man hier in dem Fall beispielsweise auf Blast farmt, Blitz habe ich in meinem gestrigen Update nicht erwähnt. Diese haben jetzt eine Gaxi-Kampagne gelauncht, bei der man einfach wiederum nur ein paar Social Tasks abarbeiten muss und letztendlich Kapital auf der Plattform hinterlegt, mit dem man auch gleichzeitig für den Developer Airdrop vom Blitz-Team farmt und natürlich zusätzlich, wenn sie in Zukunft einen eigenen Token rausbringen, gerüstet ist.
Dann gehen wir weiter und zwar zu der Starknet-Kampagne. Ich weise immer wieder darauf hin, da wahrscheinlich einige Leute, die keinen Airdrop in der ersten Runde bekommen haben, mit Starknet schon mehr oder weniger abgeschlossen haben. Aber hier ist mehr oder weniger sicher, dass man jetzt einen Airdrop bekommt, wenn man diese Quests abarbeitet. Ich bin hier auch ein bisschen im Verzug. Letztendlich sind es einfache Tasks on-chain, bei denen man Liquidität zur Verfügung stellen muss, die man letztendlich auch gleich wieder entfernen kann, einfach nur bis die Quest bestätigt wurde. Und die aktuellste ist beispielsweise einfach nur ein Swap zu machen von Ethereum zu Starknet-Token. Das muss mindestens 10 US-Dollar sein, eine Transaktion. Und dann bekommt ihr hier auch schon letztendlich die XP gutgeschrieben. Eine weitere Intrade-Kampagne, und zwar ist hier jetzt die Mainnet-Kampagne von Blast gestartet, bei der man bereits zwei Quests abarbeiten kann. Die erste ist in Verbindung mit Intrade, einfach nur ein paar Social-Tasks. Und die zweite ist in Verbindung mit LogX, die hier beispielsweise auch noch keinen eigenen Token haben und auch auf dem Blast Mainnet gelauncht sind. Hierfür muss man einmal Kapital bei LogX zur Verfügung stellen und einen Trade abschließen. Ich werde euch beide dieser Quests unter dem Video verlinken. Und dann für alle, die das Video jetzt hier bis zum Ende geguckt haben, das sind meistens eh nur 10%, ich werde dazu in Zukunft noch ein eigenes Video machen, möchte ich euch die Plattform vorstellen, die ich gestern im Video bei Blast bereits angeteasert habe, und zwar geht es um Blackwa. Jeder, der schon mal von Coin to Fish gehört hat, sollte das Potenzial dieses Projektes hier kennen, das noch nicht live ist auf dem Mainnet, aber man sich bereits für Early Access bzw. für Whitelist bzw. Presale Spots qualifizieren kann. Und zwar findet ihr alles, was das angeht, auf deren Discord, also joint auf jeden Fall deren Discord. Dort sind auch nochmal die verschiedenen Quests aufgelistet. Es gibt eine Gexi-Kampagne, die ihr bearbeiten solltet und dann letztendlich hier das NFT-Claim. Und zusätzlich eine Intrade-Kampagne, am besten beide abschließen, auch hier. Dann, nachdem ihr das alles gemacht habt, hier, ihr seht ganz einfache Quests, das NFT claimen und dann seid ihr auf jeden Fall bestens gerüstet. Sollten wir dann in Zukunft den Launch von Blackwa auf dem Blast Mainnet sehen. Ich denke, das Ganze hat sehr, sehr viel Potenzial. Wie gesagt, in einem eigenen Video nochmal die kompletten Mechaniken in Zukunft erklärt. Das hier einfach nur als Hinweis, als Belohnung für alle, die das Video bis zum Ende geguckt haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, wenn ihr in Zukunft nicht zu solchen Updates verpassen wollt. Drückt auch gerne auf den Abonnieren-Button, denn ich bringe diese Videos täglich. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder.